einen wunderschönen guten Abend, oder soll ich heute sagen, hello, Alas, Ahoi, Ahoi, was gibt's noch? Hoppel, hoppel, Humba, 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 tädere, tädere. Ja, also ihr könnt es schon erahnen, unser Thema beim Pelzer Stammtisch, und ja, der Dommer hat letztens zu mir gesagt, nennt es den Pelzer Stammtisch, ihr redet immer hoch da. Nee, ich doch gar nicht, ich auch nicht. Ich ja, nicht. Ist später, wenn man dann pelzig, aber am Anfang ist immer so förmlich. Ja, das bist aber du, weil du machst ja euch. Das stimmt. Also auf jeden Fall, unser Thema heute ist Fasching. Hesse lacht zur Fasenacht. Mans, hello. Mans bleibt Mans. Ja. Whatever. Ja, okay, gut. Also Thema Fasching. Alle sind so hoch begeistert. Fasenacht. Die Pankracht. Die Kischel der Wenkebacke. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt so der Fasnachter. Ich auch hört nicht. Hört ihr mich doppelt? Nee. Ich höre mich irgendwie doppelt. Komisch. Naja. Also ja, irgendwie, ich bin jetzt so der Fasnachter. Ach, Jessie, du bist schon der Fasnachter. Ich? Ach, du gehst immer auf der Straße Fasnacht gegangen. Ja, aber ja, dann wieder her. Ich mal bei euch in Mannheim, du rock doch die Kuh an Fasching. Keine Ahnung. Also ich wohne schon bald 5 Jahre hier. Ja, doch, am 15. Februar. Aber ich war hier noch nie auf Fasching. Ah, nicht auf der Straße? Tatsächlich. Nö. Ja, da war hier sogar ich schon. Nee, vielleicht sollte ich es mal machen. Dieses Jahr ist es ja wieder erlaubt. Ich wollte mir ja eh ein bisschen was, also habe mir eh vorgenommen, dieses Jahr wieder ein bisschen mehr rauszugehen. Und nicht mehr so der Homie zu sein, wie ich das immer so schön auf der Arbeit sage. Mit dem Tag, was ich heute Abend noch mache, sage ich immer, ich bin doch der Homie. Ja, deswegen, also vielleicht gehe ich mal, aber ich bin halt nicht, das ist nicht so mein Fall, weil es hat halt so wieder mit Saufe zu tun, ne? Ja, das stimmt. Ja, und das ist mir wieder beim Thema von gestern und letzter Woche. Ja. Ja, also ich muss sagen, als Kind, klar, mochte ich Fasching schon, weil so als Prinzessin und Cowboy und Indianer, das darf man ja, darf man das noch? Man darf nicht mehr als Indianer und Cowboy sich verkleiden, ne? Ja, das ist mir echt aufgefallen, weil ich mit meiner Nichte am Sonntag nämlich auf Kinderfasnacht war, du hast Kinder mit, da bist du tot oder so was rumgeschaut. Anscheinend ist es an mir vorbeigegangen, anscheinend, damit es jetzt Verbotewoche ist. Keine Ahnung. Also ich habe nur so Diskussionen mitgekriegt, dass ja auch Winnetou der Film Filmverbote wären sollen, ja, weil das rassistisch ist. Keine Ahnung. Und deswegen darf man sich nicht mehr als Indianer und Chines und was weiß ich verkleiden, oder? Aber die Frage ist ja, ob ich als Chines gehe darf oder ob das dann auch diskriminierend ist. Oh. Nee, die Frage ist ja dann auch wieder, ne, wenn sich jetzt, so kriege ich schon gleich schon wieder Black auf die Zähne, sag ich euch. Ja. Warte mal. Oh, also wirklich, nee, ohne Scheiß. Die Frage ist so jetzt, wenn sich ja aber Männer als Frauen verkleiden, ist das dann nicht diskriminierend? Und umgedreht, Frauen als Männer. Ja. Also ich weiß halt das nicht. Das ist eine Frage, ja. Also, ja. Und sind wir wieder jemand, beim Thema. Ja, und wenn sich jemand als Pferd fühlt, ist es ja auch diskriminierend, wenn sich jemand als Pferd zum Beispiel verkleidet, wenn man es jetzt so nimmt, ne? Es gibt ja genau, Menschen, weil ich soll jetzt klar, die sich ich als Pferd oder als Hund fühlen oder so. Ja, ich weiß gar nicht, ob diese Regelung da schon durch ist. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, aber also ich weiß, ich habe nur so am Rande, weil wie gesagt, okay, Nachrichtstunde, so ein Kram, aber am Rande, es gab doch dieses Lied, wir spielen Cowboy und Indianer. Ja, das ist verboten worden. Genau, ist verboten, ne? Das ist Verbotenwoche. Ja, ich glaube. Ja. Das wusste ich gar nicht. Da müsste ja das rote Pferd verboten werden. Du warst doch gestern noch Fasching, als was waren denn die Kinder verklebt? Gestern? Wie sich Wande warst. Du warst doch Fasching. Am Sonntag, auf Kinderfasnacht, viel durch. Spider-Man war viel. Was war noch? Dann diese Elsa, glaube ich doch. Die mit der langen Hose. Ja. Die Elsa war viel. Die Eiskönigin, ja. Dann habe ich auch viel Harry Potter gesehen. Dann Löwin und Löwe. Dann auch viel mit so Football verkleidet, die Kinder. Und die Eltern auch. Ja, aber so durchweg, ja, eher so Mädchen, also Prinzessin und so ein Kram. Ja. Also anscheinend darf man es dann nicht.
Ja, aber ich habe keine Enzo, kein Enzo Cowboy gesehen. Stimmt, wird's wundersam. Okay, und die Prinzessinnen, weil in manchen Ländern gibt es das hier noch. Die fühlen sich dann nicht. Ich meine, früher bist du ja auch, sag ich mal, als Araber gegangen, als Chinese. Ah, jo. Manche haben sich schwarz angemalt, ne? Ja. Als Kleopatra? Ja. Krass, oder? Kleopatra war echt viel als früher. Hm. Ägypter. Ja. Ja. Na. Ja. Ja, gut, also in manchen Ländern ist Fasching auch eine Sünde, ne, was wir hier machen. Echt jetzt? Echt? Hab ich gestern so am Rande beim Friseur mitgekriegt. Also, wie gesagt, ich weiß ja nicht genau, woher sie ist. Auf jeden Fall was Südländisches. Und die hat zu mir gesagt, weil wir hatten auch so, ob sie mich gefragt, feierst du Fasching? Da habe ich gesagt, oh nee, das ist gar nicht mein Fall. Und auch überhaupt nicht mein Ding so. Und dann hat sie halt nur gesagt, dann habe ich gesagt, und du? Und dann hat sie gesagt, nee, bei uns ist das, also sie ist eingedeutscht, ne, total. Aber sie hat gesagt, eigentlich ist das bei denen eine Sünde. Aber ich, wie gesagt, weiß jetzt nicht. Keine Ahnung, also wahrscheinlich wegen deiner Maske und bla, so vielleicht, ne? Weiß ich jetzt nicht. Gut, ich meine, zum Beispiel die Josie ist eine Brasilianerin und die war extra in Brasilien zum Rio. Ja gut, das ist ja auch ein bisschen anders. Ja, das ist ganz anders. Also die sind ja dann so mit ihrer prunkvolle Gewänder, du, was hieß Gewänder, die haben ja fast nichts auch. Ah, ne? Vielleicht hat die auch Fasching vielleicht so dieses traditionelle Fasching zum Beispiel in Venedig gemeint. Weil die Maske sehen ja schon. Ach so. Ja, das kann auch sichtlos sein. Weißt du, so. Ja. Das ist vielleicht, also weißt du, weil das ist der Fasching. Ich glaube, die hat jetzt nicht den Fasching gemeint, dass du dich als Löwe oder sowas verkleidest jetzt vielleicht oder sondern vielleicht dieses traditionelle, ich weiß es nicht. Also das könnte ich mir jetzt noch vorstellen, vielleicht in irgendeiner Art Religion, die ich jetzt vielleicht nicht weiß, dass das doch vielleicht eine Sünde ist. Das kann sein. Ich weiß auch gar nicht, weiß jemand die Geschichte von Fasching, wo das herkommt? Ja, eigentlich kommt Fasnacht doch eher von der Österreich oder von der Schweiz. Die sind doch einmal so mit irgendwelche Maske so. Ja. Google mo. Jo. Von Mutter her Google. Weil ich glaube, in Österreich oder in der Schweiz, die sind doch immer, die haben da so komische Maske auf. Aber mein Ding ist Fasching halt überhaupt gar nicht, ne? Also diese Umzüge, wie ihr schon gesagt habt, so als Kind oder, ja, habe ich mich auch gern verkleidet oder, ja, selbst als Teenager habe ich das noch gemacht und ich bin da ganz ehrlich, wo ich noch Schichtleiter bei McDonald's war, habe ich mich auch verkleidet oder habe mir so Näschen do mit Mickey Mouse und halt dann so Öhrchen oder sowas auf. Ja, ich habe es da nicht ganz so arg übertrieben. Meine Mutter und ich, wir hatten auch mal Burger-Kostüm, also ich habe das schöne mal mitgemacht, ne? Also weil bei meiner Mutter habe ich ja früher mitgeholfen, im Kaffee zu schaffen und dann haben wir da uns auch verkleidet, ne? Umzugstag in der Stadt, ne? Klar. Und da habe ich da halt auch mitgemacht. Aber dass ich jetzt so eine typische Fasnachter bin, wo dass ich da jetzt sage, guck, wir treffen uns da. Nee, ich auch nicht. Also wenn, dann würde ich das eher machen, was ich wohl gern machen würde wieder so. Das würde ich vielleicht machen, auf so Faschingssitzung zu gehen. Oh, wo nee. Dann so getanzt wird, doch, nee. wo dann getanzt wird. Und da kann ich ja auch verkleidet hingehen. Das würde ich dann machen, weil es mir aber einfach nur um diese Verkleidung geht, weil ich das muss schäfen, so aus Spaß. Also ich habe so, ne? Also es ist ja die fünfte Jahreszeit, bezeichnet man das bei uns. Und mit denen die Zeit vor der 40-tägigen Fastenzeit gefeiert wird. Das stimmt. Ab Aschermittwoch beginnt die katholische Fastenzeit. Ja. Ne? Und dient der Vorbereitung auf das Osterfest. Genau. Aber da steht jetzt nur, wie Karneval gefeiert wird. Wir sind Lateinamerika, ist wieder Arsch da. Karneval in Venedig, was du gerade gesagt hast, Schalimar. Karneval in Hubeck. Mitfastenkarneval am Sonntag. Ach, wie ist dann ich? Geschichte, aha, Moment. Also Vorläufer des Karnevals wurden bereits vor 5000 Jahren in Mesopotamien gefeiert, im Land mit den ersten urbanen Kulturen. Sieben Tage wurde das gefeiert und zwar nach Neujahr als symbolische Hochzeit eines Gottes. Okay. Und deswegen ist es eine Sünde vielleicht für andere. Kann sein. Die Römer haben das anscheinend auch gefeiert.
Nach der germanischen Theorie. Germanisch ist doch Deutsch. Germany, ja. Also Deutschland. Ja, habe ich aber jetzt gerade nicht irgendwie. Ein Nürnberg. Germania. Nürnberg. Also im mittelalterlichen Europa feierte man vom 12. Jahrhundert bis Ende des 16. Jahrhunderts Narrenfest. Okay. Okay, also Fasching gibt es anscheinend schon ziemlich lang, aber ich sehe jetzt immer noch nicht den Grund. Der derzeit älteste bekannte literarische Erwähnung der Fastnacht findet sich in einem auf dem Jahr 1206 datierten Teil der Parzival des Minnesängers Wolfram von Eschenbach. Mhm. Eine der frühen Erwähnungen der Fastnacht findet sich in Christoph Lehmanns Speyerer Chronik von 1612. Oh. Mhm. Also es gibt eine Geschichte, aber ich kann hier jetzt nicht schnell rauslesen. Ah, warte mal, Neuzeit. Die Reformation stellt die vorösterliche Fastenzeit in Frage. Die Fastnacht verlor damit ihren Sinn. Okay, in protestantischen Gegenden gerieten viele Bräuche zum Teil wieder in Vergessenheit. Nee, das sagt jetzt gar nichts aus. Mhm. Das ist anscheinend nicht so einfach mit der Fastnacht. Ja, ja. Während ältere Fastnachten in Südwestdeutschland sich nach wie vor hauptsächlich in katholischen Gebieten finden lassen, führte ein regelrechter Fastnachtsboom in den 90ern auch in protestantischen Gegenden die Fastnacht ein. In der Schweiz hatte Basel einen Sonderstatus. Die Stadt feiert trotz des seit Jahrhunderten vorherrschenden Protestantismus eine alte traditionelle Fastnacht, Basler Fastnacht. Mhm. Auch in Winterthur konnte sich die Winterthur Fastnacht trotz Reformation und Verbot halten. In anderen Ländern konnte sich der Fasching und der Karneval kaum etablieren. Okay. Ah, okay. Das Wort Fastnacht stammt von Mittelhochdeutsch Fastnah, belegt seit 1200 und bedeutet Vorabend vor der Fastenzeit. Ah, okay. So. Also beschreibt Dienstag. Wahrscheinlich ist es einfach, du loscht halt nochmal die Sau raus, dass du dann fasten kannst. So wie mir, bevor Kli 9 losgeht, fressen wir alles noch, auf was wir Lust haben. Damit genau, und dann geht's los. Jawohl. So schaut's aus. So sieht's aus, Leute. Geklärt. Also anscheinend hat es irgendwie doch einen christlichen Hintergrund, aber ich glaube, mit dem hat es schon lange nichts mehr zu tun, muss man sagen. Mm-mm. Ja, also ich muss sagen, ich bin auch gar nicht der Fastnachtstyp. Also als Kind, ja, so verkleidet fand ich immer schön. Aber ich muss ehrlich sagen, es gab eine Tradition, dass ich um Fasching immer Magen-Darm-Grippe hatte. Ja. Das war echt eine Katastrophe in der Grundschule, war ich jedes Mono Fasching krank. Und das hat Fasching dann schon als Kind für mich so ein bisschen ätzend gemacht. Hm. Ja gut, wir haben später sind wir schon auch in die Disco verkleidet, Jessie, oder? Ach, jo. Oder wir sind dann auch auf so Faschingspartys und so gegangen oder so. Aber meistens in Diskotheken. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir du jetzt voll de Fasching gefeiert haben, sondern wir sind halt feiern gegangen und haben uns verkleidet. Ja. So, also wir haben schon einige Kostüme auch so zusammen dann gehabt. Zum Beispiel, Emmo war mal so mit Dirndl, die schon ist, und du mit so Latzhose, ne, so bayerische. Mhm. Mhm. Oder wir waren mal als Hawaii-Girls. Ich hatte mal so ein Bastreckel und so. Ja. Ja, und die Kostüme habe ich auch tatsächlich noch. Die Diskussion hatte man ja auch schon mal, ne? Dass ich die nicht wegschmeißen wollte, weil es mir noch nur Fasnacht ging. Aber wir hatten sogar noch ein Kuhkostüm, oder? Mit so Eude. Ja. Das wäre gar nichts für dich, Halima. Ich habe vor, die soll eine Kuh auf den Kopf ziehen. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, meins ist es wirklich auch nicht so. Das ist mir zu laut, das ist mir zum Teil zu ordinär, es ist mir zu plump, die Sauferei. Na. Aber, wie die Halima sagt, zur Prunksitzung würde ich mal, wenn ich wüsste, es ist eine Gudi, würde ich mir das vielleicht auch mal angucken. Nee, das wäre viel zu langweilig. Wirklich? Also 3-4 Stunden auf dem Arsch zu hocken? Ja. 3-4 Stunden auf dem Arsch zu hocken? Also ich sage mal so, was ich halt schon immer cool fand, auch als Kind, war es Funke-Marieche, ne? Ja, deswegen.
Also das fand ich cool. Also ich wäre auch gern bei der Natur da gewesen. Ja. In die Garde, ja. Die Garde, ja. Warst du in die Garde, Shalimar? Mhm. Also das finde ich eigentlich ganz cool. So das Garde. War einmal so. Das wollte ich einmal immer in der Garde, ja. Ja gut, das waren unsere Träume bei der Claudia Daut, gell? Ja. Die schnell und die schnell zerstört worden sind. Ja. 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 Die, aber die, unsere Träume im Tanzstudio. Ja? Haben die nicht eine Garde gehabt? Doch, deswegen sag ich ja. Aber wir waren du ja alle nicht. Mm-mm. Nee. Ach Gott, nee. Aber lustig, dass wir da dasselbe Traum haben, gell? Wir waren die Panzertaube. Ja, aber wirklich schwer. Nee, aber ja, also dementsprechend muss ich sagen, ja, das wäre okay, aber ich mag das auch im Fernsehen nicht. Wenn du dann das Fernsehen nee. Machst und herrschst und das gelaberst du, das dumme Babbelst du ganze da. Oh nee. Nee, das ist nicht meins. Ja, als ich sage, für so eine Sitzung, du müsstest schon Bock haben. Also. Ja. Also wie gesagt, ich glaube, ich wäre eher so der Typ, also ich bin, wie gesagt, ich stehe auf Verkleide, aber ich bin eher dann so ein Typ, aber dann hätte ich, glaube ich, wenn ich jetzt eine größere Wohnung hätte, hätte ich vielleicht mal eine Motto-Party oder sowas schmeiße. Ja. Mhm. Sowas finde ich halt geil. Das wünsche ich mir ja schon seit Jahren auf meinen Geburtstag. Jetzt muss ich halt wieder warten, bis der 40. kommt. Da kann ich das. Vielleicht bin ich ja dann mal in eine größere Wohnung, man weiß es nicht. Oder vielleicht habe ich so ein Tiny House auf Rädern. Ja, das wär's. Das wäre so geil. Das wäre perfekt für dich eigentlich. Das wäre mein Traum. Ein Tiny House, wo ich dann noch ausklappen kann. Oh, du wirst mich schon an. Ich wüsste genau schon, wie ich das alles müssen wir einmal besprechen, du in so einem Podcast. Tiny House. Ja, also auf jeden Fall, deswegen, Fasching. Also, nee, wenn ich dann weiß, dass ich, also heute fängt so an, heute ist so Altweiber-Fasching. Und dann gehen jetzt ja alle mit, als die Krawatte abschneide, ne? Ja. Heute Männer. Oder die gehen doch auch ins Rathaus. Gibt es Assel drauf, oder? Die stürmen um 11.11 Uhr wird das Rathaus gestürmt, ja. Ja. Aber das Kapier, was ist denn das? Sollen das alles durch? Keine Ahnung, warum das Rathaus ausgerechnet, keine Ahnung. Ihnen wird vom Bürgermeister die Krawatte abgeschnitten. Weil nee, von jedem Mann. Egal, der. Ja, aber auch vom Bürgermeister. Und dann hieß es ja so, die Narre übernehmen jetzt das Regime. Und ich glaube. Deswegen wird er wahrscheinlich auch das Rathaus bestimmt, oder? Ja, und wenn Fasching fertig ist, kriegt symbolisch der Bäuermeister, glaube ich, wieder den Schlüssel zurück oder so irgendwas, wenn ich mich nicht alles täusche. Mhm. Ah, okay, dann hätten wahrscheinlich die Narre in Dennefert sie da 3 Wochen die Burg übernommen. Na jo. Und hatten Narrenfreiheit. Ja. Mensch, ja, dann, guck, hört ihr das? Ich weiß manchmal gar nicht, wo das herkommt. Ja. Richtig geile, ja, richtig geile Hirnfürze habe ich. Ja, ich weiß nur, und dann, der Kindermaskeball ist eigentlich immer sonntags und montags gibt's auch Rose Montagsball, oder? Keine Ahnung. Ich bin da voll raus, ey. Doch, Rose Montagsball, ja, doch. Und dienstags ist meistens Faschingsumzug. In Mainz gibt es so einen großen Mann im A. Mann im Mainz, Kölle. Ja. Nee, also ich weiß nicht, ich glaube, bei denen in Köln ist es ein Rose Montag, weil meine Kollegin ist aus Nähe Köln und die. Hat nämlich schon gesagt, nee, Rose Montag, weil wir haben ja Doki frei, ne? Also ganz normal. Und dann hat sie nämlich noch gesagt, nee, weil bei denen ist es auch, glaube ich, schon freie da, oder? Keine Ahnung. Also die Kölner waren halt und pünktlich abend 11.11 Uhr an der, was ist denn so in Köln, an dem Dom? Doch, das kann sein, das ist bei denen. Was ist denn das für Bundesland Köln? Nordrhein-Westfalen. So peinlich, ey. Vor allen Dingen, wenn das jetzt so viele Leute hören. Die denken sich, ah, jo, die ist schä, blöd. Boah, du bist so dumm. Oh. Aber echt. Ja, nee, warte mal. Nee, aber vielleicht haben die du ja wirklich frei, das müssten wir mal googeln. Aber auf jeden Fall, die hat schon gleich gesagt, nee, am Montag bin ich auf Rosenmontagsumzug und so. Ja, meins ist auch Rosenmontagumzug. Ja. Köln, Düsseldorf. Aber ihr gesagt ja ein dienstags Umzug. Kein Kunststadt, weil man Dienstag um. Ja, ach so, ja, ein Kunststadt. Aber in Mann im A, oder nicht? Keine Ahnung. Also. Ja, ich weiß ja, da gibt es doch auch so komische Auflagen wegen dem Fasching. Wegen dem Umzug gibt es doch mittlerweile so komische Auflage, dass viele gar keine Umzüge mehr machen. Und zwar, die Auflage sind strikter geworden für die Wege. Also
du kannst laufen, mitlaufen ist kein Thema, glaube ich, aber für die Wege gibt's halt so krasse Auflage, dass halt fast keiner mehr einen Waren machen will. Die Auflage ist einfach so, damit der Traktor oder der Bauer, der dann die Rolle und was ist, der muss nur über den TÜV. Das war's. Ach so. Mehr ist es nicht. Ja gut, und das wollen aber viele Bauern, die mit ihrem alten, was ist, Traktor, die gehen, weißt du, geht doch keiner mehr über den TÜV, der, also, ist was ich meine. So. So bei meiner Chefin zum Beispiel, die wohnt hinten im Zellertal, du geht keiner über den TÜV, die Bauern. Die fahren einfach. Ja gut, oder man weiß, die haben vielleicht so ein alte Fest und Faschingsumzug und denken, die ist halt für den eine da, wo wir denn da rausholen. Weil ich glaube nicht, dass das so neue sind, oder? Ich hab doch gesehen, überall die ganze neue Bestimmung. Die nehmen doch nicht ihr gute Traktoren da. Aber die haben meistens nur so alte Traktoren. Also ich habe noch keinen guten. Ja genau, aber aber bei uns in Lautschum, die haben voll die große, die haben voll die riesen Mähdrescher und alles. Ja, die doch nicht. Ich meine doch die kleineren Traktoren, du, die mit dem Hänge. Ich weiß ja, die Winzer, du, fahren schon neue Traktoren. Ja gut, die kannst du ja sowieso nicht nehmen. Da hängt ja so Scheiß hinten drauf. Ich weiß gar nicht, ob man das abbauen kann. Jo. Ja. Ah, okay. Aber da hat es doch in Baden-Württemberg hat es doch so. Ihr wisst doch, Schäflied. In Baden-Württemberg ist doch eine Fastnachtswaage doch abgebrannt. Ja, bei einem Umzug in Baden-Württemberg ist eine Fastnachtswaage abgebrannt. Wann? Letztes Jahr. Das Jahr, jetzt am Wochenende, letztes Wochenende. Was? Was für ein Umzug ist denn jetzt schon gewesen? Keine Ahnung, irgendwo in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist groß, ich habe keine Ahnung, wo das war. Ich habe das Kaff nicht mir gemerkt, wo das war. Aber es war überall in den Medien. Schalli mal, Alter, wir leben voll in der Bubble. Ja, das ist, weil wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall, bei uns im Geschäft ist Radio SWR 3. Ja, ja, deswegen, aber ich höre kein Radio. Up to date. Auf jeden Fall war dieser Umzugswagen, hatte TÜV gehabt, aber das ist Feuer entstanden durch irgendeinen Kurzschluss, was weiß ich. Also hat der TÜV jetzt auch nichts geholfen. Für die Auflage. Die hatten ja TÜV gehabt, wissen was ich meine. Ja. Und außerdem war gewesen, damit der Kölner General, du, was weiß ich, wie hießen dann die, wo die da machen, wo das tatsächlich ein Kehl. Wo in Köln ist auf jeden Fall der Oberhaupt, der macht es schon seit 60 Jahren, die hat, wie ist denn das? Organisator. Danke von der Umzugswege. Der hat gesagt, seit 60 Jahren ist noch nichts passiert. Seit über 60 Jahren hat noch keinen Brand. Also da tatsächlich, ja, ich gucke gerade. Ja. Man sieht es nicht, aber du ist tatsächlich was gewesen. Ja, die sogar Uschleer, die Wesen. Verletzte. Das ist ein närrischer Podcast. Wir haben SWR3 bei uns im Geschäft und waren sogar halt fast noch Lieder. 7 Menschen verletzt. Anna. Ja, so ist es. Ja, auf jeden Fall weiß ich, dass es ein Elferrad gibt. Ja. Das will ich auch nicht. Da steht der Karnevalsprinz aus Fastnacht und Faschingsprinz, meist nur Prinz genannt, ist in vielen Regionen das Oberhaupt der Narren im Karneval. Fastnacht und Fasching. Die Analogie zum Adelstitel Prinz ist beabsichtigt und äußert sich auch in Handlungen und dem Erscheinungsbild. Stimmt, es gibt auch so Faschingsprinzessin und Prinz. Ich war 8 Uhr gewesen in der Kinderfastnacht, die Fastnachtprinzessin. Echt? Das kenne ich gar nicht. Weit gekrönt, doch. Prinz und Prinzessin. Ich wollte immer Prinzessin sein, Fastnachtsprinzessin. Da bin ich auch raus. Ich sag's euch jetzt nicht mein Ding. Das wüsste ich jetzt auch nicht. Also ich verkleide mich gern oder ich ziehe ja gern Kostüme an. Ja, so Fastnachtsparty. Wisst ihr, was ich auch mal machen wollt? Wisst ihr, was ich total gern mal machen würde, aber das kann ich jetzt nicht bringen. Ich würde mich gerne, also so wie so, ich hätte gerne mal so ein Date, so ein Rollenspiel, wo ich dann die Svetlana bin oder sowas, wie ich so. Jessnan, bitte. Svetlana. Und dann so wie ich so eine, keine Ahnung, so eine Perücke auf und so und dann was weiß ich, so eine Brille so. Ich bin dann in der Tasche.
Ja, sowas würde ich gerne machen. Und dann würde ich sagen, ich bin, oder sage ich dann, ja, ich bin die Prinzessin Jasmin. Gäbe es jetzt so ein Faschingspräsident? Jetzt auch, glaube ich. Alter, keine Ahnung, was die alle doof sich hätten. Elferrat, Prinz, Prinzessin, Präsident, geh mal fort her. Wir waren früher nur auf Partys, es lohnt. Ja. Also, ich weiß nicht. Die Urschel, drauf und der Wetter. Ja, also ich kann wirklich mein absolutes Horrorerlebnis Fasching erzählen. Wo Fasching, habe ich gerade zu der Urschel gesagt, wo Fasching für mich dann wirklich komplett gestorben war. Und zwar waren wir auf dem Strose Fasnacht. Und letzten Endes war dann im Brauhaus so Abschiedsparty, ne? Und dann waren du, ich saß jetzt nur so, wie ich denke, die alte Sack. So, ne? Ja, also was weiß ich, halt damals waren die vielleicht so 50 plus. Also ja, jetzt nicht böse gemeint, ne? Ich bin auch jetzt schon 40, ne? Aber damals habe ich halt so gedacht. Mhm. Und dann haben die heute wirklich, also wir haben jetzt nicht miteinander so richtig rumgemacht, aber gefühlt waren die Frau bei verheiratete Männer auf dem Schoß gesessen, verheiratet die Frau bei anderen verheiratete Mann, also richtig so auf dem Schoß gesessen, so Bussi auf der Backe, Bussi auf dem Mund, gesoffen, getanzt und ich will gar nicht wissen, was da passiert ist vielleicht noch, was man nicht gesehen hat, ne? Wo du nämlich dabei warst. Ja, nee, also ich meine, das war total öffentlich. Ich bin, ich war echt total geschockt, Halima. Ich habe gesagt, Samu, weil ich meine, das war ein bekannter Künstler der Leid. Ich, das war jetzt nicht irgendjemand, ich bin dann Helm. Da habe ich zu meiner Oma gesagt, Oma, ich bin fertig. Das gibt's doch gar nicht. Aber was da los war? Und hat meine Oma sich kaputt gelacht, machst du, oh, das darfst du nicht so ernst nehmen, das ist Fasnacht. Da habe ich gesagt, Oma, also ehrlich jetzt, ne? Da habe ich gedacht, nee, also das ist für mich nichts so. Ne. Nee. Und da war ich wirklich so geschockt, wo ich gedacht habe, Alter, Fasching ist für euch Fasching. Der Freifahrtschein zum Fremdgehen oder was, wisst ihr? Also ich meine, klar, um Gottes Willen, jeder definiert es anders da, was Fremdgehen ist, ne? Ich meine, und es kann auch jeder machen, wie er will, um Gottes Willen. Ich habe jetzt prinzipiell kein Problem damit, wenn jemand eine offene Ehe hat, zu jedem sei es auch. Ajo. Aber für mich als junger Mensch war das schockierend, verheiratete Leute zu sehen, die schon 30 Jahre vielleicht verheiratet sind und ja, machen so, wisst ihr, so. Genau, ich sag mal so, das ist ja die Ausstellung, die du ja so kennengelernt hast. Weißt du, jetzt zum Beispiel, ja, die Kinder heutzutage sind vielleicht wieder ganz locker, wenn die sowas sehen, ist es für die dann so, oh ja, okay. Weil, weißt du, bei uns war es ja noch so, wir wurden ja noch so streng erzogen mit ja, zusammenbleibe oder ja, ja, weißt du, so. Also gut, Jenny, da bei dir wollte ja auch die drängen, aber zum Beispiel bei meinen Eltern war immer so, nee, immer nur die zwei, ich kenne das gar nicht anders. Ja. Und auch, egal, ob es so Streit gab oder nicht, die waren immer zu, also immer nur zu zweit, wisch, ich kenne das gar nicht anders. Und für mich, wenn ich dann überlege, als junger Mensch, so wie jetzt vielleicht du, ich wäre vielleicht auch geschockt gewesen. Ich sah das so, wie es ist. Kann ich mal kurz so einen Schwank erzählen? Mir hat mal eine Freundin, also Freundin erzählt, dass sie fremdgehen darf. Und, also, weil der Mann will das so. Und sie beim, wenn die zwei dann Sex haben, soll sie dann erzählen dabei, was du abgelaufen ist mit dem Anna. Okay. Hä? Die hat mir das erzählt, du weißt, lass mich nicht liegen, ich bin schon Auto gefahren. Das ist noch gar nicht so lange her. 10 Jahre, jetzt bin ich, ja, nee, nur so lange noch nicht. 8 Jahre, für, ja, 6 vielleicht. So 25, 26. Ich war schockiert, weißt du, weil für mich war, ich war immer so brav. Ja. Ich war total, also klar, so brav jetzt an, aber ihr wisst, was ich meine, in so Hinsicht, ja. Ich war geschockt, das war das erste Mal, dass ich sowas gehört habe. Und dann, weil da war ich immer in so feste Beziehungen und so, und dann ging es irgendwie, dann war mir auch so los, wo ich dann auch ein Mann war und wie ich so dann und dann auch ein Auto gefahren bin, weil ich habe ein bisschen später den Führerschein gemacht und so. Ja, und dann habe ich das, dann habe ich da auch jemanden auf eine Party kennengelernt und das habe ich dem erzählt. Da guckt er mich, oh ja, und ich dachte, okay, wir sind jetzt auf einer Wellenlänge, ja. Das sagt er zu mir. Da war ich ja danach, ich war so, ja, okay. Wisch so, als wäre das nix, so auf die Art, ja, so, und wieso ist das jetzt schlimm, aber nur weil er halt da so ist, so, er war jetzt auch so eine Person, die sowas, die auf offene Beziehung oder sowas steht, war es halt so ein Griff ins Klo. Aber ich kannte das halt vorher gar nicht. Ich schwör's euch, ich wusste, also ich habe das vielleicht schon mal mitgekriegt, aber ich habe bis du hier eine offene Beziehung oder sowas noch nie großartig gedacht, bin ich ganz ehrlich. Ja, wie gesagt, das muss ja jeder wissen, wie er will, ne? Ja, also, nee, aber ich sah nur, ich wollte jetzt nur so diese Schock vielleicht mal erklären, warum das vielleicht so ist, weil bei mir war es
Fall. Ja, ich war, was hier ist geschockt. Und ich fand 26, weißt du? Ich will nicht, also erst, ja doch, ich war geschockt, aber ich fand es einfach halt, ach, niveaulos. Verstehst du? Ich meine, wie gesagt, es kann jeder hinter verschlossene der machen, was er will, kann zu Maihof gehen, sich doch quer durch, ne? Alles gut, das geht mich gar nichts an, aber ich fand es halt so schockierend, dass man das so öffentlich macht. Ja. Und ich mir halt gedacht habe, ah ja, stell dir mal vor, die haben ja auch alle Kinder gehabt. Und dann am nächsten Tag in der Schule sagt dann der Ende her, ich habe deinen Vater gestern gesehen mit dem anderen seiner Mutter oder so, weißt du? Und das fand ich halt so, dass das passiert, auch mal nicht drüber zu reden. Klar, ne? Aber dass man das halt so hinnimmt, weil es ist Fasching. Weißt du, also dass man noch so eine Ausrede dafür findet, weil jetzt Fasching ist, ja, also quasi ab jetzt können wir alle narrisch sein. Und Gomorra, weißt du, was ich meine? Und dann am Aschermittwoch sind wir alle wieder mit heidische Schei, hocken wir in der Cash auf der rechten Seite oder was? Weißt du, so? Das ist das, ich finde es halt, ne. Nicht meins. In der Richtung, deswegen hieß es narrische Zeit. Nachzeit. Ja. Also, ne, das ist nicht meins. Ich könnte sowas auch nicht, nur weil dann Fasnacht ist, die Sau ja, raus, also, ja. Saufen sich 24/7 oder was? Nein. Mhm. Also für mich wäre das nichts. Aber ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum Prunksitzungen immer vor dem Fasching sind. Weil Prunksitzungen finden ja generell nicht am Fasching statt, sondern das fängt ja gefühlt schon im Januar an, wo Prunksitzungen sind. Nee, ja, am 11.11. doch schon, oder? Ja. Echt? Ja. Ja, 11.11. Manchmal sind die ersten Prunksitzungen schon vor. Ja, 11.11. um 11.11 Uhr fängt die Fasching eigentlich an. Ja, deswegen. Ja. Aber Fasching warum ist das eigentlich so? Ist das jemand? Also die warum mehrere Prunksitzungen sind, weil der dann es kennen ja nicht immer alle, also es kennen ja nicht 500 Leute auf einer Prunksitzung, sag ich jetzt mal. Warum am 11.11. Fasching anfangen? Ist es jemand? Keine Ahnung, warum genau die Uhrzeit? Ich war so geil wieder heute unterwegs, ich sag's euch. Warum? Jetzt hat sie die Jenny erklärt, warum nicht alle Prunksitzungen am selben Tag sind. Deswegen feiert Grünstadt bestimmt seinen Umzug auch einen Tag später, weil vorher alle in Köln. Ja, so, doch, das glaube ich aber schon, dass die Leute in der Großstadt sind. Oder? Kann sein. Deswegen wird es in Grünstadt aber bestimmt einen Tag später sein, nicht das oder so. Ist aber auch nicht in den Weißrum sogar sonntags. Echt? Ja. Hä, kann das so variieren? Also, Moment, da steht. War ursprünglich galt eigentlich der 6. Januar, also Heilige Drei Könige, als Beginn der Karnevalszeit. Das führt zur Erklärung Nummer 1 für den 11.11. Denn am 6. Januar ging einst eine weitere Fastnacht voraus, die am 11.11. Fastenzeit. Es ging eine Fastenzeit voraus, die am 11.11. begann. Okay. Musste ich jetzt auch nicht, damit das nochmal Fastenzeit ist. Mein Gott, hätte die früher viel gefastet, ey. Wenn nichts für mich. Für mich auch. Das, wie hieß es? Also, mir eine Palse an Fasnacht. Fasnachtsfischelt ja. Aber es hieß Fastennacht. Fastennacht. Ja. Ah, jo, die Palse wieder. Und der Fasnacht rausgemacht. Ja, gut. Also, bei meiner Oma war es früher so, da hat man wirklich Fasnachtsfischelt ja gebacken. Deswegen habe ich ja auch gebacken. Aber das Fasnachtsfischelt ja, das hieß jo, also Berliner heute genannt. Aber das darf man um Gottes Willen nicht in die neue Bundesländer sagen, ne? Du hießen die Dinger schon kriege ich richtig Henner hinter die Ohren. Was? Pfannkuchen? Pfannkuchen. Wo darf man das nicht sagen? In den neuen Bundesländer. Kann schon mal deine Kollegin froh. Ei, in Thüringen und Sachsen und so. Hallo, Schäpli. Ja, ich, also so Allgemeinbildung ist, da bin ich raus. Ihr könnt mich gerne alles anrufen. Ja gut, ich hätte es jetzt auch nicht gewusst, wenn ich jetzt nicht 6 oder 8 Jahre dort gewesen wäre. Aber auf jeden Fall, bei denen hieß es Pfannkuchen. Was ist denn Berliner? Was hieß da bei denen Pfannkuchen? Pfannkuchen? Eierkuchen. Stimmt, ja, der Eierkuchen. Alter, nee. Es war voll lustig. Ich hatte nur einer, also einen Mitarbeiter gehabt und du war, also Bäckerei und klar, dann gibt's du halt Berliner, ne? Und die Verkäuferin der Bäckerei hat gesagt, ja, wollen Sie Berliner oder was weiß ich? Und hat er gesagt, wir sind hier im Osten. Das sind Pfannkuchen und keine Berliner. Ich sage es Ihnen. Doch, der war voll sauer. Ja, Pfannkuchen. Gott. Ja, auf jeden Fall bei uns hieß es Fastnachtsgeschilscher.
Die wurden klassisch mit einem Hefeteig für das Jucke Backe und frittiert und Marmelade gespritzt. Und früher war es so, dass in Enna Senf gemacht wurde. Ne? Also man hat, ja, mhm, man hat mit Marmelade gemacht. In Enna kam Senf rei, so. Und dann sind die Kinder von Tür zu Tür und haben gesungen, fast nach die Pannen krach, die Kischler werden gebacken. Aus mit, oder was weiß ich. Ja, kenne ich. Steckst du in den Sack. Ja. Sack hat ein Loch, gessen werden sie doch. Und sie doch, genau, ja, sowas in der Art. Auf jeden Fall, die haben dann dort fast nach Kischler gekriegt, wo die halt gesungen haben. Und Anna hat halt vielleicht Pech gehabt und hat dann den mit Senf. Ja. Das ist wie ein Weihnachten mit ihrer Gurke am Weihnachtsbaum. Ja, das kapiere ich auch nicht. Doch. Die Gurke. Die Gurke in Amerika. In Amerika. Ja, das ist nicht in Amerika, das ist in Deutschland. Das ist eine Gurke. Der wird Gurke an der Weihnachtsbaum gehängt. Das ist Deutsche. Nee, das weiß ich nämlich, weil ich folge nämlich mal amerikanische Pärchen. Also er ist Amerikaner und sie ist Deutsche und die verarschen sich dann immer. Dann macht er nämlich immer, warum muss die Gurke in die Weihnachtsbaum? Weißt du, weil der redet, versucht halt auch Deutsch zu retten und so. Und Gurke, ich kann es jetzt nicht so nur machen, weil der sagt das voll süß, so. Gurke oder irgendwie sowas, weil die können das, das finden sie immer so lustig, die Ausländer, wenn die Ü sprechen sollen, wie Tschüss, dann sagen die Tschüss, und wenn die aber Küssen sagen sollen, und wenn sie U sprechen sollen, machen sie Ü draus. Wisst ihr, was ich meine? Nee. Aber zum Beispiel, wenn die zum Beispiel Ü sprechen sollen, tun die sich übelst schwer. Da machen die Tschuss oder Eichhornchen oder so. Ja. Oder meine Mutter sagt Kuhschrank. Ja. Die ist in der Kuhschrank. Kuhschrank. Anstatt Kühlschrank. Kuhschrank. Ja. Und dann, wenn sie es aber sprechen sollen, wenn sie es nicht sprechen sollen, dann machen sie es meistens. Das wollte ich damit sagen. Hast du mal ein Beispiel? Nee. Deswegen ist es so dumm, aber ich doch mit Tschüss zum Beispiel. Schäblet. Kann jetzt kein Beispiel geben, weil ich jetzt auch im Kopf. Aber was ist denn jetzt mit der Gurk? Ja, da bin ich gerade am Suche. Übrigens, Gurk heißt auf Pelsisch Gumme. Gumme, die Gumme. Ist aber so eine Snackgurke. Aber was machen die? Erklär mir doch mal, was die mit der Gurke machen. Ich bin doch gerade am Schauen. Du musst auch mal eine Sekunde warten. Ach so. Alter. Und wer die Gurke findet, irgendwas. Okay, Weihnachtsbaum. Immer mit Geschenk sogar, glaube ich, irgendwie. Woher kennst du das mit der Gurke? Ich habe es irgendwo aufgeschnappt, aber ich weiß nicht mehr wo. Boah, Alter, Jessie. Es ging um Essen, Gurke. Gumme. Okay, das geht. Ach, bitte, warte mal. Ich habe immer gedacht, es kommt von Amerika. Gurk. Oh, warte, Weihnachtsgurke. Brauchtum? Ja, du steht, dass es in Amerika ist, aber die verarschen sich immer. Sag ich doch, das kommt von Amerika. Hä, aber sie sagt immer, das kommt von ihr. Das ist, also bei uns ist es kein Problem. Weil sie spricht Deutsch, also jetzt nicht, dass ihr denkt, ich verstehe es nicht, weil sie ist die Deutsche, sie redet nämlich immer Deutsch, also ich verstehe es. Doch, das ist ein, also du steht jetzt auf Wikipedia, ich bin jetzt einfach auf Wikipedia gegangen. Du, in Amerika ist es ein Weihnachtsbrauch, den Weihnachtsbaum mit einer Weihnachtsgurke etwas versteckt zwischen den Zweigen zu behängen. Durch ihre grüne Farbe ist die Gurke nicht ganz so leicht zu entdecken. Derjenige, der als erster die Weihnachtsgurke entdeckt, erhält ein zusätzliches Geschenk. Ach so, rum war es. Mhm. Also, hängt mal ab, das ist ja jeder Gummer in die Weihnachtsbaum. Ist Salatgurk oder Essiggurk? Essiggurk. Pickle ist Englisch, ist ja sauer. Essiggurke. Okay. Was ist das? Ah, doch, guck mal, die Wurzeln des Brauches, Achtung, die Wurzeln des Brauches sind unklar. In den Vereinigten Staaten wird dieser Brauch als alte deutsche Tradition beschrieben. Siehst du? Also, ich weiß nicht. Um 1880 soll die Christmas Pickle in Lauscha erfunden worden sein. In den meisten deutschsprachigen Regionen ist die Weihnachtsgurke jedoch unbekannt. Laut dem Meinungsforschungsinstitut YouGov
gaben im Jahr 2016 unter den befragten Deutschen 91% an, den Brauch nicht zu kennen. Lediglich 2% erklärten, dass sie die Tradition selbst praktizieren. Dennoch bietet der Katalog der Lyrer Fahrradwerke aus dem brandenburgischen Prenzlau, allmächtiger, aus dem Jahre 1909 in seinen Christbaumschmucksort, was? Christbaumschmucksortiment auch eine Weihnachtsgurke an. Ob die in neuerer Zeit vereinzelt im deutschsprachigen Raum aufgetretene Weihnachtsgurke auf eine nahezu vergessene lokale Tradition oder eine Übernahme aus den Vereinigten Staaten zurückgehend ist, ist unklar. Gut, ich meine, man muss zusagen, es gibt ich ja... der Mythos sagt noch in Amerika, dass der Brauch aus dem Königreich Bayern stammen soll. Okay. Das ja, erzählen gut. die sich so. Ich sag mal so, es gibt ja viele deutsche Auswanderer auch, die schon vor dem Krieg halt oder im Krieg ausgewandert sind, nur Afrika, Amerika, weißt du, Kuckuck. Und haben es vielleicht mitgenommen. Ja. Ja. Es hat halt hier einfach keiner mehr gemacht und das haben die da drüber noch nicht geschnallt. Das hier nämlich. Ja, aber das, so ja, genau, Art, ne? Das ist vielleicht halt auch so ein, als Scherz gewischt, so, also so als gut, die, für die Kinder halt, als Zusatz. Zum Beispiel, mir hat Mo einer erzählt, der mit mir in der Klasse war, dass, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es sei Oma war, aber ich glaube schon, oder die Oma von der Frau, ich weiß, auf jeden Fall, sei Oma hat in einem deutschen Gebiet gewohnt in Afrika. Und war dort in einem Alten, und da hat er gesagt, die war dort halt, ich glaube, sie war nicht im Altenheim, aber du war auch Altenheim. Ich weiß nicht, anscheinend sind es ja so Gebiete dann, ne, wo dann halt die ganze Deutsche wohnt. Und er hat gesagt, er ist dann wohnt das Altenheim mit seiner Oma, weil die Oma jemand besuchen wollte. Und auf jeden Fall haben die leider noch gesagt, heil, ne, ich sage jetzt nicht was, ne, und haben wirklich gedacht, der Adel lebt noch. Weil die das halt gar nicht wissen. Ja, ich meine, gut, das war jetzt natürlich schon, ich muss jetzt mal rechnen, das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her, wo der mir das erzählt hat. Aber wenn er vor 20 Jahren dort war und wie gesagt, die haben halt mit dem Internet wahrscheinlich nichts am Hut dort drüber und sind halt weg in der Zeit und vielleicht noch Demenz dazu, ne? Ja. Und natürlich auch noch dazu, belebst dann halt vielleicht in der Vergangenheit, aber der hat gemeint, also die gibt es halt viele Sachen noch, die es bei uns halt nicht mehr gibt, wo die so als Tradition aufrechterhalten. Mhm. Ja. Also ist egal. Ja, ja, aber Fasching ist so eine Tradition, da bin ich halt raus. Und die ja, Tradition, da bin Dieter. Ich auch raus. Das Einzige, was ich an Fasching mag, sind die Fasnachtskirchen. Ja. Die werden einmal im Jahr gebacken, welche so, wie die Oma das gemacht hat und gut ist. Das reicht mir dann mit Fasching. Ansonsten bin ich raus. Ich gucke hier Fasching im Fernsehen. Ich auch nicht. Will auch nicht mich verkleiden. Also, ich habe prinzipiell auch nichts gegen verkleidet. So Motto-Party oder so, ne? Finde ich jetzt auch, kann man mal machen, ist mal witzig, ne? Je nachdem, was für Motto es ist. Ja, finde ich es ganz okay, das zu machen und mich da auch so verkleide. Aber so traditionell Faschingsparty. Ne. Das ist ja auch die Musik. Ne. Ich, du bist ja dann wirklich Humba, Humba, Humba. Da, 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 da. Auf was tanzen die Kinder heute da? Bei uns gab es früher immer der Ende, wie hieß das? Ne, 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 ne. Ja, die gibt's auch noch. Irgendwie wart ihr eben bei mir eingefroren, aber es ist meine Verbindung. Oder war ich bei euch eingefroren? Nö. Ah, aber ihr bei mir, aber es hat eben gesagt, instabile Internetverbindung. Ah. Na jetzt überziehen gleich die Löcher aus dem Käse. Jetzt hier los, unsere Bauern. Aber Humor, findet ihr das eigentlich nicht witzig? So diese typische Faschingslieder, ne, sind ja heutzutage diese Malle-Lieder. Ja. Oder? Ja. Also wenn man so an den Ballermann denkt, denkt man an diese Lieder. Oder wenn man jetzt an solche Großraumdiskotheke denkt und denkt so an den Schlagerraum, dann ja. Sind solche Lieder. Das stimmt, ja. Früher sind die halt nur beim Fasching gelaufen. Wo es noch kein Ballermann gab. Hm. Ja, aber meine Großeltern haben Fasching richtig also bei denen war das richtig gefeiert. Meine Oma hat immer ein neues Kostüm, sich nähen lassen bei einer Schneiderin, die sie gekannt hat. Und die sind so richtig so Fasching dann gegangen.
Ach, komplett durchweg. Fanden das gut. Aber bei uns war das irgendwie alles... Ist nicht übergeschwappt. Aber wart ihr als Kinder netscherli mal mit Julien und so? Doch, doch, aber... Ja, klar waren wir auf dem also so Faschingsball und so für Kinder, aber... Du bin ich auch gern gegangen, aber dann, klar, als Teenie hat sich das dann irgendwann... Und der Oma? Wir haben immer geschafft. Ja, das stimmt. Und der Mutter? Oder auch immer geschafft. Ja, das stimmt. Ja. Also ich muss sagen, es ist auch so tradition. Ich meine, die werden uns jetzt alle total verpöhnen. Das wird jetzt der gehateste Podcast ever, weil jeder von der Fasnachter ist und was weiß ich. Und da muss man doch hier und tralala und so, ne? Also ich finde es auch gut, wenn die Leute im Faschingsverein sind. Denn um Gottes Willen, ja. Also so das Tanzmariche und so hätte ich auch cool gefunden als Kind. Ne? Funke-Mariche. Oder Funke-Mariche, was weiß dann ich, wie das Ding hieß. Aber ja, ansonsten ist es wirklich nicht so my cup of tea. Nee, das will ich nicht. Meins auch nicht. Aber ich, ehrlich gesagt, ich kenne nicht viele Leute, die auf Fasching gehen. Also Dommer, ich bin jetzt auch keine. Boah, D'Angelo? Ach, der bestimmt, aber der, bei dem ist ja halt, der geht halt auch gern was in als Ringgewicht. Hm. Also meine Mutter hasst Fasching. Ich weiß noch, meine Mutter, ich meine, die kann ja schon Deutsch. Aber ich meine, klar, jetzt kann sie besser Deutsch, aber früher jeden Witz zu verstehen, den die da machen, und dann hast du ja früher das Fernsehohr gemacht und du lief ja auf jedem Kanal nur diese scheiß Prunksitzung. Da ist meine Mutter bald durchgedreht. Hm. Ich habe gesagt, an diese Scheiße, ich will dies nichts gucken. Ja. Immer tatatam. Meine Oma hat es alles geguckt. Meine A, also meine Oma, mein Opa A, ja. Mein Opa hat es einmal geguckt, mein Opa. Ja. Aber man muss sagen, finde ich, auch mit deinen Kostümen, also ich weiß nicht, also ich habe wirklich so das Gefühl, dass dies, was ich so sehe konnte, dieses Jahr noch ziemlich viele Kostüme auch hängen. Also dass auch gar nicht so der Abverkauf ist, was ich jetzt gesehen habe. Ah, okay, ich war noch gar nicht im Geschäft oder so. Ja, also im Supermarkt jetzt, ne? Die haben ja alles so Fasching-Eck dann, ne? Ja, bei uns in dem kleinen Edeka und Lidl nicht. Ah ja, gut. Also aber da habe ich, glaube ich, eine Werbung gar keine Kostüme gesehen. Oder doch, für Kinder so oder seid, aber ist mir gar nicht aufgefallen. Also ich muss sagen, es gibt ja hier in Bürstadt, gibt es hier so, okay, du warst mir als in dem Faschingslader, Jessie. Also ja. Das ist geil, Charlie Martin. Das ist geil. Die Bürstadt. So zweistöckische Faschingslader, wo nur Kostüme sind. Aber nicht die Kostüme gekauft um uns. Es kann sein. Und dann gibt's im Viernheim im Rhein-Neckar-Zentrum war ich damals der Kleopatra-Kostüm kaufe, Jessie. Das war auch so ein riesengroßer. Ich war erst in dem in Bürstadt und dann bin ich nur Weinheim, weil es war ja okay Fasching, als wir das Kostüm wollten. Und dann muss ich ja irgendwo hingehen, wo du halt das ganze Jahr über Kostüme kriegst. Und das sind zwei Läden, die haben richtig coole, geile Sachen. Aber was ich auch gehört habe, ist, dass die auch krass im Preis gestiegen sind. Also habe ich gehört jetzt, ne, dass die Kinderkostüme vorher so bei 20 Euro lagen und jetzt sind sie schon bei 50 Euro. Ja, wenn du jetzt natürlich so... Krass, ja. Ein bisschen jetzt, teurere, fechtere wahrscheinlich. Nee, wenn du halt wirklich jetzt so ein komplettes Spider-Man willst oder so. Ich weiß jetzt nicht, Spider-Man, aber so ausgefallene Sache vielleicht auch. Weißt du? Ja, ja, wo so Polster und so Sachen noch drin sind, dass die Muskeln da sind und so. Ja, also dann werden die... Also du musst ja auch so sehen. Du hast ja immer das Kostüm, aber du hast ja dann immer noch das ganze Zubehör, einen Hut, dann brauchst du noch den Zauberstab, dann brauchst du noch die Schuhe oder irgendwie Handschelle oder irgendwie was dazu, die Schminke und alles, ne? Ist ja nicht nur da, dass du Kostüm hast. In dem Sinn. Also bei Kindern jetzt, ne? Weil ich weiß ja, nicht, ja. Also ich zum Beispiel, wenn ich hab mich mal als Minimaus oder so, hatte ich halt so Ohren mit Schleife, ne? Bei McDonald's, ich musste dann eh die Hose so zu, also ich hatte sie ja eh mal zu, dann habe ich mir halt da noch so Näschen drauf gemalt, weißt du? Ja. Und da halt so Wimpern ein bisschen hochgezogen. Ja. Mit Striche, weißt du, so halt. Also, und rote Lippenstift, das halt aussieht wie das Minimäuse so. Ja, ist aber okay. Ja. Ja, kannst du auf der Arbeit nicht immer, also, weil rein aus der Hygiene. Jo, technisch stimmt. Dürfen wir eigentlich gar kein Kostüm. Also, ich habe auch meine Kollegen dann immer so Hütchen oder sowas mitgebrungen, weißt du?
Machen ihr bei deinem jetzigen Arbeitgeber das, euch verkleiden? Also bitte. Das sind doch die IT. Na jo. Ihr verkleidet euch. Am Fastnachtsdienstag, ja. Echt? Ja. Was ziehen ihr da an? Ich gehe als Cindy, wie immer. Das ist geil. Ich sind die von Marzahn, oder geil? Doch. Michel, ich lieb dich. Das ist das beste, bequemste Kostüm ever. Und jeder denkt mal, wenn so gefärbt ist. Nee, das ist, selbst mein Papa hat das mal gedenkt, damit wir so gefärbt sind. Ja, ja. Ich so, Papa, guck dir mal genau hin, das ist eine Perücke. Urschel, ich schmeiß mich fort. Das muss ich mal sehen, das sieht so geil aus. Ja, eins zu eins fast. Ja. Ja. Aber die ist mehr, gell? Ajo. Sind die von Marzahn. Aber ich kann mir das vorstellen, Urschel, der rosa-pink, ne, oder pink ist der jo, Jogging-Anzug, wie geil. Niki. Ja, genau, Niki, aber der ist rosa, so pink mehr, so Cherisee, oder? Ja, so zwischen rosa und pink. Ja, genau, so geil. Habe ich mir damals sogar extra noch so Plüsch-Handtäschchen gekauft, pink, und sogar pinke Schuhe, extra. Ich schmeiß mich fort. Geil. Ich kann es mir bildlich vorstellen. Das habe ich jetzt schon 10 Jahre, ne? Jetzt, wo ich blonde Haare habe, habe ich eigentlich schon überlegt, müsste ich mich dumm so, warte, du müsstest das dann aber so machen. Hier so, guck. So auf es und dort. Als Tinkerbell. Ja, das stimmt. Tinkerbell, ja. Weil ich kann die Haare, du gibst ja so Zeig, wo du da oben so einen Kno, also weißt du, wo du einen Schwamm rein machst. Dann kann ich auch mit meine dünne Haare, aber jetzt, das müsste ich halt gucken, so ein bisschen anders schöne dann. Aber dann könnte ich so Tinkerbell sein. Mhm. Oder wen gäbe es noch mit so helle Haare? Die Marilyn Monroe. Ah ja, die, ja gut, die hat aber die hat nicht ganz so weiß, weil meine sind hier so silbrig. Aber du diese, wie hieß denn du, die Chef von Game of Thrones, die? Ja, die, Khaleesi, ja, aber die hat lange Haare, aber die ist, ich finde die ja so schön. Ja, voll. Die ist echt hübsch. So schön, die Frau. Ja, das stimmt. Naja, die Shalima geht als die Khaleesi in meinem auf die Straße fast, ne? Ich gehe als gar nichts. Ja, als gar nichts. Ich gehe als Schäblied. Ja, genau. Als wenn mich einer fragt, was bist du? Schäblied. Nee, ich bin ja nicht blöd, aber du, manche Sachen will ich manchmal. Du bin ich dann raus. Ich bin ja der Künstler, ich weiß nur für andere Sachen. Aber das wundert mich voll, dass du hast doch bestimmt mit deinen Kindern, wenn du getanzt hast, habt ihr doch Fasching bestimmt gemacht, oder? Habt ihr da nicht so Fasching getanzt? Ja, doch, aber ich hab mir da auch nur so Ohren aufgezogen. Ich hab dir jetzt nicht volle Kostüm rausgeholt. Ach so, ich hab gedacht, du wärst du in vollem Kostüm. Ich weiß noch, wie hieß denn unser Tanzlehrerin? Die blond mit der Locke. Die Claudia? Ne, Helene? Ja, Helene, klar. Helene. Ach, hattet ihr noch die? Ja. Oh mein Gott, die. Aber gut, das weiß ich keine. Aber die war ja immer so ein bisschen die war ja so schroff. Alle Kinder hatten noch Angst vor der. Ja. Vor der Helene, ne? Die war voll. Ach, ne, Locke. Ja. Ah, ne, aber da war mal eine, die hat so blonde Kotze hoch. Nee, nicht. Die war nämlich in meiner Mutter ihre Zeit. Ach. Nee. Wir hatten die Frau Fritsch oder so hieß die. Ja. War mal Ballerina, die hatte mal als Ballettlehrerin. Das war so wirklich ältere Frau, also die war. Wirklich Ballerina. Ja, also die war richtig, also die war bestimmt schon 50. Ach, ja. Und dann hatte man. Die Kotze hohe so. Nee. Hätte jemand Dutt. Und dann hatte man die Helene. Mhm. Und ich weiß noch, dass die als Mickey Maus dann gekommen ist, komplett. Ja. Ja gut, bei der Claudia, die hat ja immer mega Programm gemacht für die Kinder an Fasnacht. Ja, gell? So. Ja, so ja, immer. Party, ne? Ja, wir haben immer auch so Party gemacht. Genau, in der Woche, wo Fasching war, hat die dann mit jeder Tanzgruppe einmal Fasching gefeiert. Ne? Spiele, ja. Und da gewiss ja noch, da gab es immer diese Brausestäbchen und so. Ja. Mhm. Die habe ich mir immer, wenn man was gewonnen hat, dann durfte ich dir so da, also wenn die Gruppe, wo dann gewonnen hat, durfte ich so Stäbchen nehmen oder was weiß ich, hat die immer so geile Sachen gehabt, gell? Ja. Ja, du warst auch immer. Und dann, wie wir älter geworden sind,
dann hat die immer, also nicht älter, also älter im Sinne von, ich rede jetzt so 11, 12 oder so, ne, so langsam Richtung Teenie. Dann hat die immer, dann war es auch so, dass die uns sogar mal gefroht hat. Ich weiß gar nicht, ob es bei der Claudia oder ob das bei der Alex war. Ich glaube, nee, ich glaube, es war schon bei der Claudia. Das fand ich richtig geil. Da hat die uns dann eine Woche vorher gefroht, ob wir von welcher Gruppe wir den Tanz nur tanzen wollen. Mm. Okay. So von eine große, welche? Ja. Und dann hat die uns dann gezeigt oder beigebrungen, so Teile davon in der Stunde. Aber wie hieß denn die Claudia, ihr Schwester? Die hat auch als Petra. Trainiert. Ach, Petra. Stimmt, stimmt. Ja, die hatte ich einmal, die habe ich geliebt. Ja, ja. Ich habe die Petra geliebt. Und früher hatte ich die Alex als Tanzlehrerin, die war auch voll toll. Und als erst hatte ich die Petra als Ballettlehrerin, das weiß ich noch ganz klar. Und dann kam die Alex. Und dann war ich bei der, es war so schwarzhaarig, ich weiß nicht, ob ihr die auch kennt. Nee, die kenne ich nicht. Alexandra, ich sehe. Genau, die war auch voll lieb. Und dann hatte ich, aber die war ein bisschen strenger. Auf eine andere Art einfach so. Und dann ist die gegangen, dann hatte ich die Julia, das war so ganz schlanki, die war Schülerin und so, die kam da, die war dann auch auf der Tanzschule, wo ich später war, also in Samers. In Winnenden, genau, ja, Stuttgart, genau. In Winnenden, da war die A. Und ich hatte aber auch dann die Claudia noch im Ballett. Okay. Das war hart. Nee, die hatte mir nie, oder? Also im Ballett nicht. Aber die Claudia ist ja ganz genau. Ja. Doch, wir hatten die Claudia als Ballett. Als Vertretung ab und zu. Und ich hatte dann auch Spitzentanz. Die Jessie hat mir richtig Ärger gekriegt von der Claudia. Aber ich hatte zum Beispiel Spitzentanz bei der Claudia. Und voll geil. Ich habe sogar bei der dann, weil die andere Gruppe war schon Ayur vor. Und dann habe ich dann Privatunterricht gekriegt von ihr. Nur sie und ich, voll cool, dass ich in diese Gruppe noch mit Neid darf, ja. Die hat dann gesagt, und dann habe ich gesagt, ich will aber unbedingt und so, weil mein Fies war nicht ganz so gut. Und der Witz ist, ich habe mich dann innerhalb von ein paar Monaten so gesteigert, dass ich dann doch schon in die Gruppe konnte. Und der Witz ist, denn ihr Schuh, wie ich dann Ayo gedanzt habe, hatten die ihr Schuh erst durchgedanzt. Ich hatte zwischendrin nur Ayo schon wieder neue Spitzschuh. Ich habe halt voll Gas gegeben. Ich wollte es unbedingt. Aber jetzt, wenn ich mich jetzt drauf stelle, ich habe es immer wieder gemacht, wo ich es mal ausgegraben habe. Ich krieg Krämpfe in den Fies. Nee. Ja, das blutige Fies. Also ich hatte das blutige Fies. Ja, aber soll ich euch mal sagen? Ich bin richtig krank. Aber gut, ich bin ja Tänzer geworden. Ja, also deswegen, ich bin ja doch noch eine Nummer kranker wahrscheinlich als ihr. Viel kranker, ja genau. Weil ich habe irgendwann angefangen, ich wollte alles nur noch barfuß tanzen. Also ich wollte auch eigentlich Ballettbuch barfuß tanzen, aber das durfte man ja nicht, ne? Und ich meine, es ist auch richtig, weil es ist eine Tradition, es ist eine Regel, eine Body, die weiße Strumpfhose und dieses Ding. Es ist einfach so, Punkt, ja? Okay, auf jeden Fall, aber am liebsten tanze ich das barfuß. Und dann habe ich die spitze Schuhe, ich habe keinen Schoner und nix auch gehabt. Ich habe die barfuß auch gezogen. Oh Gott, ich bin krank. Doch, weil ich habe das Gefühl einfach gebraucht, dass wie sich wische, ich bin ja so ein Fühltyp. Aber das haben wir doch blutige Fies gehabt. Ja, dann. Ab und zu hatte ich schon krass blutige Fies, ja. Und weil ich ja auch alles überhaupt barfuß, aber zum Beispiel in meiner Ausbildung, du war das dann okay, also Ballett musste ich trotzdem, der Lehrer hat gesagt, nein, das ist im Ballett so und du hast die Schuhe zu dran, weil ich wollte es nur auch barfuß. Ich habe ja aber gefroht, ja. Und er hat gesagt, nein, das geht nicht. Auf jeden Fall. Und dann, aber am liebsten habe ich, wie gesagt, alles barfuß getanzt. Alles so gut, wie es geht, barfuß. Und dann hängt sich auch, wenn du dann so sah auf dem Boden, wenn du dann auf dem Boden rutscht, ne, übers Knie, dann rutscht ja der Fuß auf oder so. Ja. Aber das ist für mich normal. Also es tut mir auch nicht weh. Ich merke zwar, dass es weh tut, aber für mich ist das nix. Das ist normal für mich halt so. Wie vielleicht ein Koch Brandblase hat oder irgendwie so. Für mich ist das ganz normal, das zu haben. Das ich bin voll krank. Hat die spitze Schuhe ohne Schoner auch? Du hast sie nämlich an. Und Witz ist, ich habe sogar voll gehabt. Ja. Ja, nee, ich nicht. Also ich hatte so einen Schoner, der war aus so Schaumstoff. Den hatte ich ja. Genau, den habe ich direkt immer in die Verbannung getan, weil den habe ich gehasst. Und dann hatte ich noch so einen Schoner aus Silikon und der war richtig teuer. Ich glaube, nur die zwei Schoner haben 30 Euro gekostet. Also waren schon teuer. Und die habe ich auch ausgezogen. Nö. Ja, aber ich habe dann nur Ärger, also ich weiß gar nicht,
ich glaube, mich hat mal jemand drauf angesprochen, weil die dann gesehen haben, dass ich, weil eigentlich hast du ja für die Spitze tanzt dann die Strumpfhose mit dem Loch unten. Ja. Weil du dann so, ne, die Schoner, ja, die Schoner, ja, und dann die Strumpfhosen, ja, drum. Und die haben dann gesehen, weil ich die Strumpfhose hochgeklappt hat, bis es so bis, ja, bis drei Viertel, dann haben die gesehen, dass ich nur barfuß, also dass ich nicht, ja, und dann wurde ich gerne, die mich mal gefragt, ob ich einen Schoner habe, ich sagte, nee. Und dann? Ja, was wollen die machen? Das ist mein Fies. Oh. Ja, ich, also die haben gesagt, das ist nicht gut, aber ich brauche das einfach, weil, keine Ahnung, ich habe da eine ganz andere Verbindung zu diesem Schuh. Ah. Verrückt. Ja, das kann, nee, man, das also, muss man, wenn ich das mal auf der Erwin erzähle, geht, ne, dann die sagen so, die würden froh, ob die ich noch, die können das überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich habe mal erzählt, an meinem ersten Arbeitstag habe ich erzählt, ja, das habe ich über unser Mindset-Tagebuch damals so erzählt und so. Und dann haben die mich aber gefragt über das Tanzen. Und habe ich gesagt, ja, also bei uns war das auch so, man, dann so. Und das war in dem Kurs Improvisation, ja. Aber du brauchst das, um überhaupt auf neue Choreografie zu kommen, ja. Das ist der Hintergedanke. Aber dann haben wir zum Beispiel so verschiedene, also der hat dann so Zettel geschrieben mit verschiedenen Objekten. Ball, Stift. Und dann musstest du halt ziehen und dann musstest du halt den Stift verkörpern. Aber die, ihr müsst halt im Hintergedanke haben, es ging nur darum, neue Bewegungen zu finden. Mhm. So, und wenn ich dann zum Beispiel, ich kann es euch auch sagen, zum Beispiel, wenn du einen Stift denkst, dann hast du ja so Spitze, oder du, ja, du tippst dann, oder du tippst mit den Füßen, oder es ist lang und dünn, oder es ist kurlig, oder so. Darum geht's jo, ja? Und wie sich, oder zum Beispiel auch trotzdem zu denken, wie bewegt sich ein Stift, wenn er schreibt, oder so, so. Einfach, mhm, um neue Bewegungen zu kriegen. Und du siehst schon, was ich jetzt gemacht habe, ja, so. Aber die können es halt überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich kann euch auch einen Stift tanzen. Dann hat der eine zum André gesagt, der eine, wo du noch da warst, habe, wie, ja, ich dann rausgegangen bin, hat er gesagt, ich sah das, wenn die am Montag kommt, dann tanzt du einen Stift. Achtung, warte mal. Dann hat er gesagt, dann packe ich meine Sache und gehe. Der André hat mir das dann mal erzählt, ich habe mich sofort geschmissen. Weil ich mir so vorstellen kann, nicht in der Hocken. Also ich sah das, wenn die am Montag kommen, dann so ein Stift, dann packe ich meine Sache und gehe. Oh, ich konnte nie wieder erzählt und ich habe hatte so Bauchweh vor Lache, weil ich mir es halt vorstellen konnte. Ne? Ich weiß ja, für ich sag mal, ganz normale Menschen, die jetzt nicht so abgespaced sind wie ich oder diesen Beruf so in Richtung Kunst haben, für die ist das wahrscheinlich unvorstellbar. Wenn ich das nicht so genau erkläre wie jetzt, um was es so geht, ja. Euch habe ich es so jetzt genau erklärt, aber die konnten damit halt nichts auffangen. Die haben gedacht, ich habe einen Schuss. Ja gut, wenn dir auch einer erzählt, ich tanze dir ein Wasserglas, denkst du, ja okay, gut, was laberst du da überhaupt? Ja. Also. Krass. Aber ich, ja, aber nicht, kann mir gerade André so vorstellen, deswegen musste ich ja so lachen. Ja, ja, aber der André hat es nicht gesagt, sondern der Anna, weißt du, der gegenüber, ja, vom André, der hat gesagt, ich sah das, wenn die am Montag kommt und tanzt du einen Stift, okay, packe ich meine Sache und gehe. Ja, weil du, ich habe ja vorher noch mit denen geredet, wir können ja auch ein Mindset-Tagebuch zusammenführen oder morgens uns 10 Minuten zusammensetzen, weißt du, da war ich ja voll gehypt von uns noch, weißt du. Ja. Weil es war ja da, wo mir das auch ganz neu angefangen, ja, hat. So, und dann wollte ich das so halt so ein bisschen mit euch bringen, weil die waren ja, die Mandy hat gesagt, ich schaff, kann da Sachen mit einbringen. Ja, aber die fanden das alle irgendwie nicht so lustig. Oh Mann, ich habe mir sowieso gesagt, ne, manchmal habe ich so auf der Erbe das Gefühl, weil ihr merkt, das merkt man ja jetzt, ich bin hier sehr extrovertiert und immer lustig und haha, ich so, dass wenn ich zum Beispiel bei denen, das sind ja alles so ganz ruhige, für sich teilweise, ja, nicht so gesprächige. Und dann ist es halt so, dass wenn ich dann nur als Roy komme, denke ich manchmal, okay, ich glaube, ich bin denen einfach zu viel. Weil ich nur halt, ich, wisst ihr, ich habe dann immer so das Bild im Kopf, welche, die sitzen da, Stillarbeit, und dann kommt da so ein Hemi auf Speed oder so ein Dopsball Emmo durch den ganzen Raum gedopst und tschüss, die Wäsche, dann ist ja die der wieder, yeah, drauf. So wie so ein Luftzug, buh, 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 Wäsche, und dann, yeah, denke ich mir, die denken doch bestimmt, da, die Althotze nimm ja all. Aber, nee, Quatsch, das hat jeder gern mit mir zu tun, ja, also um Gottes Willen, aber ich sah nur, das denke ich mir manchmal, dass die das über mich denken, wische so. Aber das wäre doch voll lustig, wenn ihr alle verkleidet, ach, Pumme, die. Ja, das wäre geil, oh. Ich würde mich dann irgendwie so als Jasmin oder du, hier, sag ich, Judy. Tinkerbell. Oder die Kalisi. Ja, das, ja.
Nee, Quatsch, das wäre ziemlich teuer. Du müsstest dann halt so Zopfflechte. Ja, oder so Perikufzi. Ja. Ja, aber die hat ja, aber das Kostüm, weil die haben ja so schwere Kleidung, du auch. Ja, ja. Ist bestimmt teuer, wenn du Gescheites kaufst. Ach, das? Jo, Gott. Ja. Ja, Gescheites, ja, das ist schön. Ach Gott, nee, also man merkt schon, Fasching ist nichts für uns. Nee. Nee. Ach gut, Urschel, komm, du gehst ja noch mal Fasching. Kinderfasnacht. Ah ja. Also bitte. Egal. Fasching ist Fasching. Jo, stimmt auch wieder. Aber wir... Ich bin eugefroren. Nee, jetzt. Nee, jetzt. Hallo? Jetzt bist du eugefroren. Aber wir hören dich noch. Nämlich. Aber wir hören dich. Hallo? Ja, aber auf jeden Fall. Hier ist doch, jetzt geht's wieder. Jetzt bin ich do. Ja, jetzt bin ich wieder do. Also, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, du gehst auf Fasching, genau, auf die Kinderfasching. Urschel. Aber wir fangen ja am Rosenmontag mit die X4A. Also, das ist ja ein Statement, dass Fasching nichts für uns ist. Ne. Ich glaube, der die macht auch mit die X4. Ja, der wollte auf Freitag anfangen, ne? Ich habe überlegt, vielleicht mache ich Mokli 9. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Ah, stimmt, die kann nicht mitmachen, weil ihr ohne die Woche macht. Dann muss das ja am Wochenende auffangen. Ja, du hast gesagt, er fängt freitags an, dass er montags fertig ist, bei mir auffangen. Das war fit sind für Innsbruck. Innsbruck, kick off. Yeah, yeah. Yeah. Ach so. Ach so, nee, dann geht ja Kli 9 gar nicht, gell? Sonst bin ich hier im Kli 9 während Innsbruck. Ja. Ah, yes. Nee, ah, nee, das gibt nö, oh, nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Der Harrison mag übrigens auch kein Fasching, weil ich verkleide ihn ja immer mit Kostümen. Das finde ich auch nicht so witzig. Aber er macht's halt. Der Aladdin? Nee, der mag das ja allgemein nicht. Das Einzige, was der ist, zum Beispiel All Lost, ist so eine Fliege oder sowas. Ja. Alles andere mag der nicht. Also zum Beispiel das Jäckchen von dir, das sieht schon cool aus, aber wenn der das Ort zieht, dann tut der das, weil der das nicht gewöhnt ist, tut der den Bauch so nur noch hängen. Also nee, der Brustkorb. Und das ist nämlich gar nicht gut für Katze, wenn die das so hängen lassen. Ja. Und dann lass ich es halt immer nur kurz oder so und dann ziehst du mal wieder aus. Ist halt voll schade, weil ich würde den eigentlich gern Ort ziehen. Also nicht immer, aber mal so, weißt du, so aus Gag nur oder so. Oder ja. Ich finde halt so Pullische bei Tier finde ich jetzt nicht schlimm. Also. Ah, der Harrison mag das. Also ich meine, ich mache das ja auch für die Bilder oder für Videos, aber dann ziehe ich es wieder aus. Für die Momentaufnahme. Der mag es auch nicht. Der tut sich dann auch so, weißt du, der schmeißt sich dann wie und tut sich so. Ja, aber so Schleifschuh oder sowas, das lässt er trotzdem, Aladdin. Das stört die Nacht nicht. Aber klar. Also, obwohl, er trägt ja eigentlich kein Halsband, der ist ja immer nackig, also ja. So wie er ist. Aber deswegen, das wundert mich, dass er das Troll aus, aber das lässt er eigentlich, weißt du, der hat doch das Pinkne von dir, das rosa Pinkne. Das sieht voll süß aus, wenn er das auch. Ja. Ein Schnuffelische. Ja, dann würde ich sagen, die Fasnacht kann losgehen. Jo, ohne uns. Und wir beenden das Fasching hier an der genau. Stelle. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche im Pelzer Stammtisch. Tschüss, Allah.